In der Garage beim Palais Schwarzenberg wurden zwei tote Personen aufgefunden. Was ist denn der derzeitige Ermittlungsstand? Um ungefähr 14.45 Uhr wurden die Rettungskräfte verständigt, dass zwei regungslose Personen im Bereich eines Technikraums in einer Tiefgarage gefunden wurden. Die Rettung kam dann vor Ort. Aufgrund der Auffindungslage war nicht ganz klar, ob mögliche Gefahr durch Stromkasten besteht. Daher hat man auf die Berufsfeuerwehr Wien zugewartet. Die hat die zwei Personen dann aus dem Raum geborgen. Der Notarzt konnte dann nur noch den Tod der beiden Männer, 56 und 57 Jahre alt, feststellen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich so ergeben haben, dass die zwei Personen Arbeiter waren, die in dem Technikraum Elektrikarbeiten durchgeführt haben. Und im Zuge dessen dürfte es dann zu tödlichen Stromschlägen gekommen sein und die beiden Männer sind dem erlegen. Die Todesursache war also ein Arbeitsunfall. Genau, nach den ersten Erkenntnissen aufgrund der Auffindungsart und der Umstände dort dürfte es sich um einen Arbeitsunfall im Zuge von Elektrikarbeiten gehandelt haben. Weitere Personen wurden nicht verletzt? Und nach ersten Erkenntnissen aktuell nicht, nein. Wurden die beiden Männer bereits identifiziert? Man hat sie als die zwei Mitarbeiter, die einer hiesigen Firma dort angestellt sind, identifiziert, ja.